Herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Falls das Ding jetzt nicht kaputt stürzt, heißt das. Das wäre nicht so günstig. Dieses Spiel hört mir zu. Spiel hört mir zu, das ist unheimlich. Da kommen wir jetzt nicht durch wegen den Ketten. So. Haben wir immer noch das alte Problem. Aber wir können es auch aktuell. Ach so, Moment, da oben ist noch. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, dreh dich doch mal um. Komm. So, ich hoffe mal, dass da jetzt der Schwachpunkt der Ketten liegt. Dynamit, oder was? Ich bleib dann mal hier oben so lange, bis das Wesen weg ist. Oh je, oh je. Ach, das ist jetzt nicht ernsthaft. Oh, nee, kommt. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich das überhaupt drehen soll. Da oben war nichts zu drehen, ne? Also manchmal, wenn ich auf sie wechsle, sehe ich schon mal mehr, als ich eigentlich... war hier nicht vorher ins Zweite? Ach, da ist noch der Zweite. Hier ist aber nichts zu drehen. Muss das nicht direkt da dran sein? Da oben war aber auch nichts, oder? Es wäre auch unlogisch, wenn hier oben was wäre, weil man käme ja da nicht mehr dahin zurück. Aber ich komme gerade... Moment, ich komme hier aber dahin, wo ich nicht sein will. Wunderbar! Nein, 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 du doch nicht. Blöd, Mann. Wachsam bleiben, Ren. Pisst euch. Genau. Sebastian, was ist das für ein Ort? Es ist nicht der Rede wert. Nur, naja, sie waren wütend. Und das aus gutem Grund. Ein Rebellenlager. Mhm. Wenn sie mir Essen bringen, ist Wachwechsel. Die Alten hauen ab, während die Neuen noch mit dem Essen beschäftigt sind. Wenn sie alle Hände voll haben, überwältigen wir sie. Tja, ich meine, ist klar, wenn man Menschen einsperrt, dann werden die Menschen sich zusammenraufen und ja, rebellieren, ne? Tagebuch eines Soldaten, 2. Juni. Zum Wohle der gesamten Kolonie hat uns Priest hier unten eingesperrt. Wir haben den Nachmittag damit verbracht, die Rationen nach größtem Bedarf einzuteilen. Wessen Überleben ist am wahrscheinlichsten? Ja, das... Ja. Wir haben 36 Patienten, 7 Soldaten und 3 Krankenschwestern. Ich bin mir sicher, dass ich mich von meiner Beförderung verabschieden kann, wenn ich mich nicht hier engagiere. Und so bin ich hier. Ich vermisse die Sonne bereits jetzt. 8. Juni. Priest hat die Sterbenden vom Rest isoliert und uns untersagt, uns um sie zu kümmern. Wir konnten sie hören, wie sie tief in den Minen vor sich hinstöhnten.
Dann verstummte ihr Stöhnen irgendwann. Das ist jetzt schon eine Weile her. Es ist hart, gegen den Missmut anzukämpfen. Aber Gott ist mit uns und wir haben genug Nahrung, um noch eine Weile zu überleben. Wir werden das durchstehen. Diejenigen von uns, die nicht erkranken. 15. Juni. Den Großteil der Woche verbringe ich damit, den Eingang zu bewachen. Es gab eine Auseinandersetzung. Ein kranker Bergarbeiter hat Schwester Jolly ein paar Zähne ausgeschlagen. Zwei Milizsoldaten haben ihn noch an Ort und Stelle hingerichtet. Die Nerven liegen blank. Die Bergarbeiter, die noch arbeiten können, haben die Arbeit niedergelegt. Die Öfen sind kalt, aber die Männer kochen über. Sie stehlen und wir bestrafen sie dafür. Priest kümmert sich um uns und teilt uns den Löwenanteil der Rationen zu, auf dass wir unseren Dienst besser verrichten mögen. Sterbende, vom Hunger geplagte Männer sind aus Verzweiflung zu schrecklichen Taten bereit. Es wird gewiss zum Kampf kommen. 22. Juni, eine Woche später. Ich hatte recht, es kam zum Kampf und es war ein Blutbad. 9 Männer wurden in Isolationshaft gesteckt. Jolly hat einen Husten bekommen, also hat Priest sie auch wegzerren lassen. Die Barrikade am Eingang steht nicht mehr. Priest verbringt unzählige Stunden damit, seine Berichte immer und immer wieder umzuschreiben. Mir geht es nicht gut. Meine Haut fühlt sich heiß an. Meine Lunge brennt. Mein Blut ist wie Blei. Ich bete dafür, dass es nur am Staub und an der Dunkelheit liegt. Bevor ich sterbe, möchte ich wenigstens noch einmal die Sonne sehen. Nein! Hallo! Wenn ich auf Untersuchen gehe, will ich untersuchen. Day will come. Der Tag wird kommen. Ja. Ja, kriege ich nicht von hier aus, ne? Ja. Kann ich da hochzielen? Millimeterarbeit? Ne, ich glaube, das ist auch nicht so gewollt. Ich denke mal, dass ich von oben schießen soll. Hier ist noch was zum Einsammeln eventuell. Oder auch nicht. Okay, da können wir schon mal nicht rum. Also hier sind halt die Betten von denjenigen, ja, die den Aufstand gemacht haben. Oder eigentlich müssten das ja normale Betten sein. Aufzeichnung einer aufständischen Krankenschwester. 3 Verbände, 1 Flasche Alkohol, 1 Tinktur gegen Fieber, 1 Kiste mit Nadeln und 1 Spule mit Nähfäden. Kommen in 2 Tagen bei Sonnenuntergang wieder zum Fels, der wie ein Vogel aussieht. Endpunkt A. Okay. Da kann ich hoch. Jetzt gucke ich mal eben. Da. Wo kam er denn jetzt genau her? Moment. Von da hinten kamen wir her. Oder kam ich jetzt hier her, wo das Seil hängt? Ist das mein Seil? Nee, es ist nicht mein Seil. Ah, aber von hier aus kann ich schießen. Okay. Rationsverteilung. Könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Kerzen sparen nur bei dringendem Bedarf verwenden. Medizinische Vorräte und Ausrüstung werden benötigt. 1 Keks pro Tag und Person. Ja. Was? Eine Einkaufsliste für den Schwarzmarkt? Unmöglich. Wir hatten kaum Rationen. Viele sind verhungert. Wenn man nur 1 Keks pro Tag essen darf, dann verstehe ich das. Sabotageplan. Eine von Hand gezeichnete Karte eines Kontrollpunkts der Miliz mit Sabotageplänen. Waffen, Sabotagepläne. Wie schlimm war dieser Aufstand? Weniger schlimm, als dass Pennington uns hier lebendig begraben ließ. Das ist keine Antwort. Ja, also ich sag mal, es ist klar, dass er zu den Rebellen gehörte, ne? Karte der Minen. Eine Reihe von handgezeichneter Karten, die genau angeben, wo sich die Milizstreitkräfte in den Minen aufhalten. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich würde jeder von uns auch direkt zu den Rebellen dazugehören.
Lieutenant Priest, gestohlener Bericht. Captain Pennington, Sir, die Katastrophe wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gemäß eures Rates habe ich die striktesten Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit ergriffen. Die Mühe war umsonst, Sir. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass diese Seuche keinen natürlichen Ursprung hat. Obwohl die Kranken vollständig isoliert wurden, kommt es immer wieder zu neuen Fällen. Meine letzten verbliebenen Männer werden nicht mehr lange durchhalten. Uns fehlt es an Nahrung, Wasser, Kerzen, Öl. Wieso Kerzen? Achso, wegen ja, der Dunkelheit. Schon bald werden wir auf Knien durch die Dunkelheit kriechen, auf der Suche nach den letzten Brotkrümen. Ich habe einige Kekse und Wasser verstecken können. In 2 Tagen werde ich sie mir holen, mich aus dem Quartier schleichen und zum versiegelten Eingang gehen. Ich werde an die Barrikade klopfen, 2-mal, dann 3-mal, dann wieder 2-mal. Seid dort. Ich flehe euch an. Priest. Also gut, Sebastian, raus mit der Sprache. Was geht hier wirklich vor sich? Es zählt nur, dass Pennington bestraft wird. Alles andere ist bedeutungslos. Mhm. War da hinten jetzt noch was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine aber, da konnte ich nur durchschießen. Da konnte ich jetzt nicht mehr... Weil das hier so aussieht wegen den Zeichen, die machen mich hier total bekloppt. Da denke ich immer, da ist noch irgendwas. Ja. Ich kann die Rebellen absolut verstehen. Ich kann auch ihn verstehen. Was ist das denn? Achso, das ist das, was runtergefallen ist. Sebastian Priest. In der Mine solltet ihr euch um die Kranken kümmern. Stattdessen habt ihr ihnen Schaden zugefügt. Was? Nein, das ist eine dreiste Lüge. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Ihr wurdet zum Tyrannen, bis die erschöpften Überlebenden sich gegen euch erhoben. Sie haben wohl in der Dunkelheit den Verstand verloren und ihre Wut auf mich gerichtet, den Untergebenen des Käpt'ns. Ich starb unschuldig. Ich starb als Held. Ach so, er... ja, stimmt. Er ist Priest. Jetzt habe ich alles wieder vergessen, was ich gerade vorgelesen habe. Ihr habt euch selbst belogen und eure Männer und uns und sogar eure Frau. Weshalb seid ihr wirklich zurückgekehrt? Nein, das habe ich nicht getan. Das würde ich niemals tun. Das sind alles Lügen. Ich liebe Helen von ganzem Herzen. Pennington muss bezahlen. Ihr müsst Pennington für seine Schandtaten bezahlen lassen. Damit werdet ihr nicht durchkommen, Sebastian. Kommt zurück, Feigling. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Also ich mag den Pennington auch nicht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Der Weg ist frei. Wir gehen tiefer. Ich weiß es halt nur nicht so richtig, wer jetzt letztlich dafür verantwortlich war, dass das alles... Also der Priest hat ja die Befehle hier gegeben, aber hat der wirklich von seinen Befehlen ausgehandelt? Oder hat der auf Befehl von dem Pennington gehandelt? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz... Also es hörte sich ja eher so an, als ob er auf eigene Faust gehandelt hat, ne? Tja. Könnte ich nur mal ein Lagerfeuer haben, bitte? Ich kann nicht so durch, okay. Ich kann nicht fassen, dass Sebastian uns alle angelogen hat. Selbst Helen. Ist diese Kreatur deshalb so hasserfüllt? Ich weiß, ich wäre es. Gut möglich. Sebastian will Pennington um jeden Preis bestrafen. Aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Tja, ich auch nicht so richtig. Also wenn das wirklich alles auf dem Mist von dem Priest, also von dem Geist gewachsen ist... Warum hat der dann so einen Hass gegenüber dem Pennington? Also ich kann es verstehen. Ich mag den Kerl auch nicht. Und, Verdammt.
War ich das nicht schon immer? Er hat auch viel Scheiße gebaut. Richtig viel Scheiße. Da kämen wir jetzt wieder... Da ist aber noch irgendwas. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich tatsächlich... Lieber Herr Jesus, wo sind wir? Dass ich tatsächlich nachher vor der Wahl stehe, ihn zu verbannen, ihn hochzuschicken oder den anderen zu verbannen. Was ich ein bisschen komisch finde, dass er gesagt hat, er findet, ich sollte sie kennenlernen, hat er, glaube ich, gesagt. Also sie im Sinne von die anderen Seelen, die da alle... Ich nehme an, das sind jetzt die Seelen, die da gestorben sind. Die halt dieses Wesen bilden. Liegt ja eigentlich auf der Hand. Bergarbeiter. Krank und hungernd ihrem Schicksal überlassen. Helen hatte recht. Es war eine Gräueltat. Nur hat sie dem Falschen dafür die Schuld gegeben. Brief eines Gefangenen. Ich schreibe dieses Wort für alle nieder, die sie lesen wollen. Denn irgendwer muss berichten, was wirklich in Fort Jericho, New England, im Jahre 1688 vorgefallen ist. Ich habe einen Wachposten hier an diesem Ort, der nun mein Gefängnis ist. Stift und Papier gestohlen und durch sie werde ich mich mitteilen. Mein Name ist Hazel Upchurch. Ich wurde in Scarborough, keine Ahnung, England im Winter 1667 geboren. Meine Eltern besaßen einen Laden. Ich hatte drei Brüder und mein Leben war absolut gewöhnlich, bis ich im zarten Alter von nur 19 Jahren zu den Kolonien aufbrach. Ich setzte all meine Hoffnungen in die neue Welt. Ich kam im Frühjahr 1687 in New Eden an und fand Arbeit als Näherin, Milchmädchen und Maid für eine edle Dame. Da ich Erfahrung bei der Behandlung von Krankheiten hatte, meldete ich mich im kommenden Winter freiwillig zu einer Expedition der Miliz nach Fort Jericho, um einer Epidemie Herr zu werden. Lieutenant Priest nahm mein Angebot dankend an. Das ist doch bestimmt die eine, oder? Die Krankheit betraf zuerst die Männer. Okay. Die in den Minen unter den Fort arbeiteten. Lieutenant Priest ließ sie auf Befehl von Captain Pennington dort einsperren. Das ist jetzt die Frage. War es wirklich auf Befehl von ihm? Oder war es auf seinem Befehl? Also von Priest selber. Unter dem Vorwand, so die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Und dann schloss er sich gemeinsam mit ihnen ein, angeblich, um sich um sie zu kümmern. Nur kümmerte er sich nicht um sie. Ihn interessierte nur die Medaille, die ihn erwartete. Ich habe den wahren Sebastian Priest kennengelernt und er ist ein grausamer Mensch. Dieser tapfere Held hat Männer bei lebendigem Leib einmauern lassen. Ich dachte, das hätte der andere gemacht. Nur wenige trauen sich, dieses unmenschliche Verbrechen auszusprechen. Sollte ich je hier rauskommen, werde ich ihn nicht damit durchkommen lassen. Ich werde meinen Mund nicht halten, auch wenn ich die erste und einzige sein werde. Mir ist kalt und ich habe Hunger. Ich denke, ich werde hier unten sterben, vergessen vom Rest der Welt. Aber dies ist meine Stimme, niedergeschrieben, auf dass die Wahrheit eines Tages bekannt wird. Möge Sebastian Priest für seine Taten in der Hölle schmoren. Also eigentlich sind die sauer auf ihn alle, nicht auf den Pennington, wenn ich das richtig verstehe. Achso, das zeigt er mir an. Okay, ich gehe aber erstmal kurz hier hoch. Ist schwierig. Also wenn ich kein Geständnis von denen kriege... Achso, nein, 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 du sollst das öffnen. Hallo? Wenn ich kein Geständnis von denen kriege, ist es in der Tat schwierig. Kann man das kaputt schießen? Nee.
Schwierig zu sagen, wer jetzt lügt und wer nicht. Also ich gehe davon aus, dass das stimmt. Wir sind jetzt hier runtergekommen, oder? Dass das stimmt, dass das alles auf dem Mist von dem Priest gewachsen ist. Die mich hier direkt überraschen? Geht's noch? Da muss ich nichts abschießen, ne? Muss ich dich abschießen? Wie gesagt, ich warte immer darauf, dass die gleich wieder aufstehen, wenn ich da runtergeschossen habe. Viele Männer waren hier eingesperrt. Der Grube überlassen. Nur zurückgehalten, durch die Furcht hineinzufallen. Ach da. Nichts drin? Na gut. Da. Nicht. Wir können einmal nach unten und einmal nach oben. Ich denke mal, dass wir weiter nach unten knapp müssen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier gucken. Weiter geht's. So, was ist das? Da war aber noch was anderes. Das nehme ich mir mal eben. Altar des Totenreichs aktiviert. Plus 10 Geisterpunkte. Ah, cool. Wir müssen wirklich nach unten weiter. Habe ich Glück gehabt. Na gut. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das, was wir suchen, ganz tief unten in der Mine ist. Deswegen... Da müssen wir weiter. Dann gehen wir erstmal kurz hier gucken. Da ist nichts mehr. Da könnte ich mich theoretisch runterlassen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oder auch nicht, weil uns das nichts bringt. Danke, dass du mich einfach rauswirfst. Ich wollte hier vielleicht was gucken. Tja. Ach, das war's zum Schießen. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht oder nicht gebracht. Nee, das ist dann unten. Okay. Da haben wir noch was zum Schießen. Ja, sehr schön. Unten ist noch eine Truhe. Können wir da irgendwie rübergeflogen oder so? Nee, ne? Mal gucken, ob wir jetzt von hier aus noch reinkommen. Also, das ist... Ich höre hier doch wieder was. Moment, Moment. Ich gucke sofort. Ich will nur wissen... Ist besser als jede Kanone. Hier ist doch irgendwas zum Draufschießen. Wenn ich sie so sehe... frage ich mich, ob ihr Widerstand es am Ende überhaupt wert war. Du stehst umringt von ihren Kadavern und Stille ist die einzige Antwort, die du kriegst. Was glaubst du wohl? Tja. Wir müssen die Ketten lösen, damit wir... Verstehe. Ah, Moment. Damit wir darüber kommen, das wollte ich sagen.
Boah, ich hasse dieses Rumgestöhne von diesen blöden Wesen. So, jetzt ist die Frage, müssen wir hier oben weiter oder müssen wir, weil wir ja unten... Unten ist auf jeden Fall die Chest. Ich denke mal, über unten können wir auch zur Chest runter. Ich denke mal, wir müssen hier oben tatsächlich weiter, ne? Ja, wir wissen, dass er gut aussieht. Ihr müsst das nicht immer so nah machen. Wir wollen doch auch sehen, was er da macht. Da war echt ein langes Seil dabei hier. Guten Tag. Wir sind Freunde, oder? Alles gut mit uns? Sicher das. Gut, dann können wir das schon mal nehmen. Ach, da können wir klettern. Ah, so kommen wir hoch. Das beantwortet dann auch meine zweite Frage, wie wir zur Truhe kommen. Sehr schön. Hexensteine haben wir auch wieder dabei. Sehr schön. Ihr seht nicht so gut aus, Jungs. Ich mache mich mal wieder vom Acker. Der Herbert und der Willi haben, glaube ich, zu wenig gegessen. Ich kenne das ja von mir. Wenn ich zu wenig gegessen habe, habe ich auch keine schlechte Laune. Genau, keine gute Laune. So. Ja, dann. Wieso haben wir hier eigentlich so ein blaues Symbol noch? Von einer Nebenquest irgendwie. Haben wir da tatsächlich noch nicht alles gemacht? Nee, oder? Ich muss mal eben gucken. Das ist der Laden, den ich suche. Ist der Laden hier unten? Das ist ja geil. Das wird mir hier mitten in der Mine angezeigt. Ja gut, kann ja sein, dass der hier auch einen Laden hatte, ne? Also, wer weiß. Das Ding ist aufgeladen, okay. Oh Gott. So, hier darf ich wieder schießen. Kommt da irgendwas? Noch nicht. Ach ja, ich finde das genial mit dem unendlichen Schuss. So, jetzt haben wir schon wieder irgendwas von Zwickles. Der Leichnam da. Der unter den Ratten. Kann ich hier eigentlich runterlaufen? Ja, ne? Weiß nicht, warum die da zwei Sachen gemacht haben. Ja, der unter den Ratten. Das müssen Sebastians Überreste sein. Interessant. Lord Priest starb ja als Letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterfessel. Und hier, wieder dieses Zeichen. Keine Geisterfessel? Warum ist er dann nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden? Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Es war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was? Und weshalb? Sebastian ist eine Puppe. Ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen. Geschaffen von dem, was hier unten lauert. Ja, nee, wir müssen das ja sagen. Er saugt Helens Lebenskraft aus. Wir müssen es ihr sagen. Helen hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht.
Allerdings würde ich sagen, da die Folge jetzt auch schon so lange gegangen ist, eigentlich werde ich wohl 2 Folgen draus machen, aus dem, was ich heute aufgenommen habe. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut nach dieser Erkenntnis und schauen dann, ob wir dann eventuell es schaffen, in der nächsten Folge endlich mal das Wesen zu finden und diese ganze Geschichte aufzuklären, beziehungsweise, naja, Helen eben Bescheid zu geben, weil, ne, man muss sie ja irgendwie von dem Ganzen befreien. Und es würde mich echt mal interessieren, wenn es tatsächlich nicht sein Geist ist, was für ein Geist ist es und warum macht er das Ganze, wie die es gerade schon gesagt haben. Das ist irgendwie für mich als Laie etwas unlogisch. Aber wir werden sehen. Ich hoffe auch in der nächsten Folge dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.